Yo, ich smoke mein Joint, bitch, turn up, shit. Mein Schwanz ist groß, mein Schwanz ist richtig groß, mein Schwanz ist groß, ist groß, mein Schwanz ist richtig groß. Ja, sein Schwanz ist groß, sein Schwanz ist richtig groß, ich lieb sein Schwanz. Neue Nudeln? Mann, ich liebe Nudeln. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scheißspiele mit Spacko Phoenix auf meinem Kanal. Und Leute, am heutigen Tag zeige ich euch, wie man richtig Auto fährt. Bitch, ich fahr nen Baba-Wagen. Sagt euch der Name BNG Drive etwas? Hä? Tja, da sind wir schon zu zweit. Das Ganze habe ich vor 2 Jahren beim guten Tom Shuffles das allererste Mal gesehen. Und aus diesem Grund, erklär mal, was das Ganze überhaupt ist. Nein, du sollst erklären, was es ist. Es ist die wahrscheinlich genaueste und beste Simulation eines Autofahrens. Schaffe Genitiv. Des Autofahrens. Danke, hier hast du einen Keks. Ziemlich nice. Und jetzt verpiss dich aus meinem Weg. Ja, und genau das habe ich heute vor, eine saurealistische Simulation des Autofahrens zu spielen. Allerdings nicht gerade das von Shuffle, weil diese grandiose Simulation kostet halt auch seine 22 Euro. Und da nicht jeder 22 Euro für ein Spiel, zum Beispiel ich, sondern lieber 2 Drittel der Barber Cap von ApoRed kaufen will. Einfach Barber Cap. Oh Gott. Der Kerl hat nicht ernsthaft sein komplettes Outfit da verlinkt. Barber Outfit. Baba Jacke, Baba Hoodie, Baba Sneaker, Baba Cap. Lieber Apo. Oh, das heißt erstes Red? Ja, ja, ist klar. Nur weil du vor alles ein Baba. Bah, voll auf mein Mikro gespuckt. Nur weil du vor alles ein Baba hängst, heißt das nicht, dass es das Produkt zwingend besser macht. Doch. Ich hab einen roten Faden verloren. Ach so, ja. Da nicht jeder Bock hat, 22 Euro für ein Simulationsgame hinzublättern, habe ich da ein kostenloses Spiel im Internet gefunden. Und genau das schauen wir uns heute an. Seien wir ehrlich, das kann schon gar nichts werden. Ich glaube, dass man das akzeptieren muss. Ah! Ah! Oh, Gott, war das laut! Ah! Meine Ohren! So genießt man das Leben, arme Nacke. Hä? Mein Sound ist ganz normal eingestellt. Sag nicht, dass das Spiel so laut ist. Oh Gott, was ist denn das? Das 1&1 Smartpad. Abgesehen von der viel zu lauten und grottigen Musik. Schaut euch einfach das Hintergrundbild an. Wie sah das denn bei denen in der Entwicklung aus? Los, Timmy, mach uns ein Hintergrundbild. Vielen Dank, Timmy. Hab ich doch gern gemacht, du dummes Stück Scheiße. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Wo ist der Lightroom? Was sind das für hässliche Texturen? Und wieso sind da Boote? Ich will Auto fahren. Hi, ich bin's DJ Ötzi und ich habe eine wichtige Lektion für dich. Du sollst ein Buch nicht nach seinem Einband bewerten. Oder so. Und jetzt entschuldige mich, ich muss weiter mit der Ficken gehen. Alles klar. Dann gehen wir einfach mal in die erste Map namens Banjarama mit Butter. So streichsam, so lecker. Ist grad dein Ernst? Und dann sind wir auch schon im Spiel angekommen. Wir sind dieser Typ hier und... Warte mal. Ist das nicht eine Simulation vom Autofahren? Wieso sind wir jetzt der Typ? Ich weiß es nicht. Hä? Was mache ich hier? Wieso existierst du? Und wieso leckst du wie Scheiße? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. In der Tat. Ich glaube, das Spiel nimmt den Begriff Rennspiel etwas zu ernst. Aber eins muss man diesem Spiel lassen. Es läuft ziemlich flüssig. Hä? Und was soll ich jetzt hier machen, außer dumm im Kreis rennen? Oh Junge, komm, bring dich einfach um. Was ist das für ein Drecksspiel? Ficken! Die nächste Map heißt F1-Test-Track-07. Was? Ja, okay, die Map ist wenigstens nicht ganz so hässlich wie die LOL! Der sieht aus wie mein Sportlehrer. Mittellule. Ah ja, stimmt, das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt, Leute. Also mein Sportlehrer, ja? Der ist schon so ein kleiner Hurensohn. Er ist ja auch Lehrer. Also ich fand's nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Weil gegen Halbjahr hin gibt's ja immer solche Noten. Und dann fragt er mich halt so,
Na, wie schätzt du dich denn ein? Ja, ich denke, dass es die 3 gibt, weil ich habe ja nichts anderes bekommen von ihnen, sie dummer Hurensohn. Ja, das ist richtig. Du stehst glatt auf 3,0. Aber ganz im Ernst, ich hätte lieber die 4 gegeben. Ja, will er mich ficken? Ja, und den Sportlehrer, der sieht circa genau so aus. Nur ihm fehlt noch so ein kleiner Lappenbart. Perfekt. Ey, diese Map ist genauso langweilig wie die andere. Oh, nächste Map. Ficken! LOL! Wir können Autos auswählen! In einem Autosimulationsgame. LOL! Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den schicken Camaro hier. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Weil vielleicht ist das Spiel ja dann doch nicht so scheiße. Genau. Was ist mit diesem Auto falsch? Nimm doch die Scheißkurve! Gib ihm! Okay. Jetzt geben wir mal ordentlich Gas hier. Boah, Junge, warum fährt sich das so scheiße? Ich drück volle Kanne nach rechts. Bin ich auf dem Mond oder was? Was ist denn das hier, Junge? Was? Ich drück nichts. Was machst du? Alter, was passiert hier? Oh mein Gott, was ist geschehen? Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Und jetzt? Ich hab's Spiel neu gestartet und irgendwie ist das nicht wirklich besser. Was zur Hölle? Ficken! Ja, okay, nehmen wir mal ein anderes Fahrzeug. Oh Junge, wenn das Auto schon verbuggt war, wie ist dann erst der Doppelgelenkbus? Ficken. Also an sich fährt sich der Bus tatsächlich erstaunlich gut. Allerdings, wenn man sich die Geschwindigkeit anguckt, da würde Sonic, der nervige Pisser, wieder sagen: You're too slow, 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 you're too slow. Umgehauen. Wie so ein nasses Handtuch einfach. Ayo, drop that shit. Einigen wir uns darauf, der Bus war scheiße. Ich glaube, dass es dazu verschiedene Meinungen gibt. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Nö. Der sieht nice aus. Fahrzeugtyp LKW. Nein, Kevin, so sieht kein LKW aus. Oh, Alter, der geht ab. Der geht ab. Und kommt nicht über den Bürgersteig drüber. Oh, lol, seht ihr im Auto das Lenkrad? Es bewegt sich einfach von selbst. Ein Fall für Galileo müsste... Halt die Fresse! Junge, ich will mit dem mal Gas au... Oh, ich hatte selten so eine schlimme Steuerung. In irgendeinem Spiel... Was ist denn das? Jetzt fliegt das Fahrzeug mit dem Boden! Beruhig dich doch mal! Ein fucking Lego-Auto? Was? Alles klar. LOL, man kann sogar Ton anmachen! Junge, das Spiel hat mich schon so gefickt, dass ich mich über sowas wie Polizeisirenen freue. Was? Ich drück nichts! Was machst du? Hä? Ficken! Ein fucking Kran? Warum? Leute, willkommen zum Kran-Simulator. 450 Tonnen Hubleistung hat der hydraulische Schwenkarm. Dementsprechendes Fingerspitzengefühl ist bei der Bedienung erforderlich. Hä? Ja, was können wir jetzt machen? Hallo! Reagier doch, du Scheißteil! Fingerspitzengefühl ist bei der Bedienung erforderlich. Ficken! Junge, weißt anstatt, dass die einen coolen VW-Bus reinmachen. Was haben sie? Ein Mercedes-Bus! Wen juckt? Willkommen zu unserem Trip durch die United Gates of America. Zu ihrer Linken sehen sie ein Päckchen TNT. Zu ihrer Rechten ein verunglücktes Polizeiauto. Oh nee, doch zu ihrer Linken. Scheiße! Das Teil lässt sich richtig gut steuern. Wow, in diesem Spiel funktioniert was. Junge, fick dich.
Boah, lol, es gibt Flugzeuge. Wie chillig ist das denn? Hallo? Was machst du? Was? ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Doch, da haben Sie recht. Okay, da einfach nichts in diesem Spiel funktioniert, würde ich so spontan einfach mal sagen, war's das mit dem heutigen Video. Doch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer ein Like da lassen. Damit wir auf 50 Likes packen und nicht einen Ständer bekommen. Und was gibt's noch zu sagen, weil ich weiß noch nicht, ob ich die 10 Minuten mittlerweile voll hab. Folgt mir doch einfach mal auf Twitter, da seht ihr ein bisschen random Scheiß von mir. Ja gut, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ciao!